Ja, herzlich willkommen zurück auf der Old Map. Gerade habe ich eine lustige Meldung bekommen. Leider war mein Video noch nicht geladen. Da stand dann irgendwas freigeschalten. Finanzielle Verfehlung. Der will mich wohl verarschen. Nur weil ich ein bisschen im Minus bin, sagt er finanzielle Verfehlung. Also, die ganze Sache wollen wir natürlich Abhilfe schaffen. Beim letzten Let's Play haben wir, wie gesagt, das Feld hier angefangen zu säen. Da machen wir erstmal weiter. Dass der Junge auch hier weiterlaufen kann. Hilfe einstellen und auf geht's. So, dann haben wir beim letzten Let's Play hier gegenüber da, wie man so schön sehen kann, das Feld erstellt. Haben wir ein bisschen mit dem Flug drüber gebügelt. Jetzt werden wir nochmal schnell ein bisschen mit Gülle zukippen. Und dann werden wir da ganz normal rüber grubbern, damit wir das auch besehen können. Haben wir da noch ein bisschen was drin, aber das könnte knapp werden. Also machen wir noch mal was drin. Aussteigen. Zack. Zack. Doof oder was? Hallo? Was ist los? Ein bisschen doof oder was? Oder? Sie bewegt sich nicht mehr. Was ist denn hier wieder? Naja, egal. Machen wir erstmal so. Kicken wir. Oder wir machen das mal ganz kurz noch. Ne, dann spinnt er wieder rum. Ich bin einfach weiter. Dann lassen wir das. Fahren wir die restliche Gülle da hoch, die ich noch habe. Und dann haben wir erneut ein Problem, was wir wieder auf den Grund gehen müssen. Warum der sich jetzt mit mal nicht bewegt. Aber ich habe so einen kleinen Verdacht, warum das so ist, aber naja, wir werden sehen. Erstmal rauf. Jo, Zockwelle anschließen. Zack. Und auf geht's. Das haben wir schon mal. Ach, das reicht doch. Na wunderbar. Kommen wir doch mit hin. Zack. Nee, die kleine Spur in der Mitte werden wir auch nochmal voll machen hier. Zack. So, dann ist der Quatsch alle. Genau gereicht. War dann Augenmaß oder was? Ach, wo will ich denn hin? Halt an! Oh. Na, fahr weg mit deiner Kiste hier. Du auch, du auch. Oh, du wartest jetzt. Gut. Das haben wir schon mal geschafft. Kiste wegstellen. Ja, super, Susi, fress mal schön. Jawohl. Na, erst knutschen, jetzt einen Arsch zu drehen, Alter. Wie geil ist das denn? So. Hol ich mir gleich einen Grupper. Und dann können wir die Felder mal ein bisschen recht grubbern, was wir noch über haben, was natürlich ein bisschen dauern wird. Aber jetzt alles nichts. Die Arbeit muss gemacht werden.
Oh, oh, hängen geblieben, Alter. Verdammte Axt. Zack. So. Können wir auch schön durchziehen. Wissen wir genau, was wir drauf machen. Mal gucken. Da hinten wollte ich noch ein bisschen Raps machen. Aber Raps bringt natürlich am meisten Kohle. Naja, müssen wir mal schauen, was wir da alles so schön mitmachen können. Ja, und ich will mal was sagen, hab da gerade einen Schreck gekriegt vielleicht, weil ich mal mit meinem, oh, der Quatsch, der lebt noch. Er ist wieder da. Nein, ja, ich hab gedacht, frag mal, was ihr noch gerne sehen wollen würdet. Gestern kam ja FIFA 15 raus. Darüber werden wir natürlich auch Videos machen. Und wir freuen uns natürlich auch unwahrscheinlich auf den neuen LS15. Und bis der rauskommt, bis dahin werden auch meine Let's Plays gehen. Sowie der rauskommt, werde ich sofort alles einstellen und werde mich dann dem LS15 widmen, worüber ich natürlich auch wieder berichten werde. Unter anderem auch mit Map-Erstellung über den Editor. Wenn es interessant ist, wird dann die Folge oder die Folgen werden dann weiterlaufen. Je nachdem, ob wir Zusagen oder Zustimmung kriegen oder nicht. Ansonsten wird es wieder ein Let's Play geben von der neuen Map, die original dabei ist. Und ansonsten mal gucken, vielleicht können wir uns da eine oder andere Sachen, die wir hier verbaut haben, im LS13 mit übernehmen. Oder müssen wir es vielleicht umkonvertieren oder sonstiges, dass wir die mit verbauen können. Aber ich hoffe doch, dass es auch wieder ein paar neue Sachen gibt. Aber, naja, ich sag mal, von LS9, dann LS11, dann LS13, so viele Sachen wurden schon gebaut, auf Deutsch gesagt, oder erfunden von den Moddern. Und, was soll es eigentlich noch großartig geben? Und deshalb, wie gesagt, kann man einige Gebäude, denke ich mal, gut und gerne mit rübernehmen. Was auch immer, wie gesagt, ne? Wir erfinden auch nicht das Rad neu. Und die Häuser werden und so, werden wohl schon alle, denke ich mal, gleich bleiben oder
oft gleich bleiben, dass wir die dann mit übernehmen können. Und wie gesagt, dann werden wir ein paar Tutorials machen oder Videos machen, wie man eine Map erstellt, wie man einige Sachen macht, ob sich da irgendwas Grundlegendes geändert hat in LS15. Und auch das werden wir dann halt, wie gesagt, zeigen. Und dann haben wir natürlich noch weitere Spiele, die wir spielen werden oder auch anspielen werden. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell Transoceans Company. Das Schiffen ist irgendwie nicht mein Game. Aber, na klar, wer drauf steht, kann sich unsere Videos gerne reinziehen. Und, ja, dann, wie gesagt, die sind schon fleißig dabei, die Jungs. Und machen ein Video nach dem anderen. Und dann, ja, was soll ich dazu noch sagen? Und dann laden sie hoch. Ja. Und wenn ihr mal Langeweile habt, Müßiggang oder sonstiges und einfach nicht wisst, was ihr machen sollt im Internet, nein, natürlich keine schmuddeligen Seiten besuchen, sondern besucht uns einfach auf www.agt-mg.de. Da erfahrt ihr Neues, wann welche Spiele kommen, was gibt es Neues von irgendwelchen Spielen. Oder auch auf unserem YouTube-Kanal, da haben wir den aktuellen Sendeplan drin, wann welche Videos veröffentlicht werden. Also was könnt ihr euch bei uns angucken. Natürlich auch Meinung sagen, ihr könnt uns im Teamspeak besuchen oder sonstiges, wie ihr wollt. Und Anregungen, Meinungen sind immer gern gesehen. Und ja, wir freuen uns auf euren Besuch. Und hoffe doch mal, dass wir uns auch mal hören werden oder lesen werden. So, ich mache dieses kleine Feld noch fertig hier. Aber damit will ich euch nicht großartig aufhalten. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Thomas.